So, und es geht dann auch schon wieder weiter. Hier bei Final Fantasy 9. Also, schauen wir mal bei Lilly vorbei. Habe ich dich warten lassen? Ich habe Vivi Bescheid gesagt, er wird gleich hier sein. Und wie gefällt dir dieses Dorf? So oft kommst du wahrscheinlich nicht aus dem Schloss, oder? Nein, eigentlich nicht. Aber mir gefällt dieses Dorf. Es gibt so vieles, das ich noch nicht kenne. Und überhaupt ist es das erste Mal, dass ich so frei herumlaufen kann. Aber ich habe bis jetzt nur Kinder gesehen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Normalerweise müssten die Erwachsenen die Felder bestellen oder sonst wo zu sehen sein. Und das Feld war auch sehr klein. Auch nur sehr klein. Stimmt. Irgendwas hat es mit diesem Dorf auf sich. Lass uns sofort aufbrechen, wenn Vivi zurück ist. Und was ist mit Steiner? Ich habe eine super Idee, wie wir durch das Südentor die Grenze überqueren können. Da die Grenzpatrouillen nur noch nach dir suchen, müssen wir nur dich gut verstecken. Es wird schon schief gehen. Anders ausgedrückt, schaffen wir es auch ohne den Blecheimer. Hauptsache, ich bin dabei. So. Ritter im Dienste Ihrer Majestät. Das Brennholz ist perfekt aufgestapelt. Bei was kann ich euch noch behilflich sein? Das Putzen gehört zu meiner Arbeit. Ihr müsst mir nicht dabei helfen. Oh, bitte entschuldigt meine Aufdringlichkeit. Aber so habt ihr immerhin Zeit gespart. Vielleicht besitzt ihr jetzt die Freundlichkeit und könnt mich eurem Vater vorstellen. Vater kommt erst nach Hause, wenn es dunkel wird. Alle Erwachsenen arbeiten tagsüber und kommen erst abends wieder. Verstehe. Ich dachte immer, in einer Kneipe erfährt man alles, aber oh, aber es besteht natürlich keine Notwendigkeit, auf einen Erwachsenen zu warten. Erlaubt mir, euch eine Frage zu stellen. Ich benötige genaue Informationen über die Verkehrsanbindung in diesem Dorf. Jegliches Beförderungsmittel ist recht. Ich benötige eure Kooperation, denn es ist meine Aufgabe, eine äußerst wichtige Persönlichkeit wieder ins Schloss, in das Schloss zu geleiten. Seid ihr etwa aus dem Schloss Alexandria? Jawohl. Ich gehöre zur hoheitlichen Einheit, die der Majestät direkt unterstellt ist. Hauptmann der Pluto-Truppe. Adelbert Steiner zur Stelle. Pluto-Truppe? Ich glaube, von der habe ich schon gehört. Wenn ihr vom Hofe seid, darf ich es euch ja sagen. Geht zum Aussichtsturm draußen vor dem Dorf. Dort wohnt Großvater Josef. Er kümmert sich um die Frachtschiffe. Frachtschiffe? Unglaublich, dass diese fliegenden Museumsstücke auch in diesem Dorf Halt machen. Man dankt. Wartet. Was gibt es noch? Vielen Dank für eure Hilfe. Nicht der Rede wert. Ihr seid es, die mir geholfen haben. Ich bin in Eile. Entschuldigt. Ja, Steiner. Immer ist bereit für Informationen. Naja, letztendlich hätte es auch keinen großen Unterschied gemacht, wären wir nicht dort eingebrochen. Aber auch heute ist es das Haus der Kings höchst mis ist das Haus der Kings höchst mysteriös. Aber die Erlebnisse eines Diebes interessieren dich eher weniger, oder? Aber nein, das ist es nicht. Ich mache mir nur langsam ein wenig Sorgen wegen Vivi. Da hast du allerdings recht, das dauert mir auch ein wenig zu lange. Dass der alte Steiner noch nicht zurück ist, juckt mich ja wenig. Aber dass Vivi noch nicht hier ist. Gut, lass uns Vivi suchen gehen. Auf geht's, Vivi suchen. Lili ist dabei. Sehr schön. Dann rüsten wir sie noch schnell aus.
Mit dem Federhut, von dem wir sie nichts lernen kann, und dem Lederarmreif. Ich hatte auch keine neue Waffe. Das ist schlimm. Abilities zum Anlegen hat sie dann dementsprechend auch nicht, gell? Aber wir haben noch den Bestientöter und den Lukas. Ah ja, okay, nehmen wir mal rein. Ich werde Licht. Ist auf jeden Fall gut. Was war das hier? Oh, weil unsere Waffe hat, glaube ich, eh keine. Müsste man hier glatt mal gucken. Nö. Ja, hier wäre es. Schweigen. Genau. Gut. Wir hämmern hier schon wieder rum. Egal. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Irgendwer hämmert bei mir blöd rum. Gut. Ups, ich wollte nicht raus. Da bewege ich mal einmal den Analogstick auf Spaß und dann rennt man gleich raus. Also wieder rein. So. Da fällt mir ein. Vivi war doch vorhin noch da drüben. Ein Schokobo? Vivi hielt hier nach einem Schokobo Ausschau. Schnief, schnief. Weint da jemand? Schnief, schnief. Es kommt doch nicht etwa aus dieser Röhre. Vivi? Sieh dann? Also doch du, wie kommst du denn dahin? Ist da ein Keller oder sowas? Kannst du dich bewegen? Da kam vorhin ein Mann und sagte, ich darf mich nicht bewegen. Bist du verletzt? Nein, ich glaube nicht. Alles klar, wir holen dich da jetzt raus. Wir werden uns beeilen, deswegen keine Panik. Und bleib da, wo du bist, okay? Okay. Was geht hier eigentlich ab? Auf jeden Fall muss es ja irgendwo im Dorf einen Zugang nach unten geben. Wir sollten uns mit dem Suchen beeilen. Ja. Obwohl es doch eigentlich wie ein idyllisches, ruhiges Dorf aussieht. Ja, ja, Schokobo. Na, wenn das mal nicht so aussieht, als ob es nach unten führt, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich wollte aber noch gucken. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher. Aber ich glaube, Steiner bekommt man jetzt noch nicht, gell? Wieder. Den Teil habe ich so dolle vergessen. Das ist nicht schön. Schwarzbier 5 Gil, Weißbier 8 Gil, Rotwein 7 Gil, Weißwein 9 Gil, Wasser 1 Gil, Gisarschnaps 11 Gil, Alkoholausschank erst ab 16 Jahren. Wir vergeben keinen Kredit. Wir führen auch Arzneimittel. Ja, unbedingt. Ich will mal gucken, was sie verkaufen. Ganz ehrlich? Hätte ich gerne ein paar. Hiervon auch. Verdammt! Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ja. Skype lässt grüßen. Holen wir noch drei davon. Ich habe gerne ein bisschen Vorrat, zählt er nicht unbedingt. Ich wollte noch fragen, was das für ein komisches Muster oder Symbol vor dem Dorf ist. Ich muss gleich einen Schnitt machen und mich auf beschäftigt stellen. Ist das jetzt eine neue Masche oder so? Masche? Nicht, dass ich wüsste. Ja. Okay, Ausverkauf, Blag, ja, ja. Ich mache hier einen kurzen Schnitt und stelle mich mal kurz auf beschäftigt. Bis gleich. So, und schon geht's weiter. Also dann.
hier runter. Na klar. Einmal runter. Kiste. Ich habe eine Kiste gesehen. Runter, 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 runter. So. Und runter. Wupp. Wupp, wupp. Kiste. 156 Gil erhalten. Alles klar. Wie auch immer die auf so eine krumme Zahl kommen, ist mir auch egal. Das hier sieht aber nicht bloß wie eine simple Vorratshöhle aus. Chocobo! Was los? Psst. Warum bewegt sich dieser hier wohl? Hat den nicht der kleine Bruder vom Dorfschulzen gefunden? Ja, genau. Und seit dieser Streit zwischen den beiden vorbei ist, sollen wir ja wieder nett zu ihm sein. Aber hatte der nicht dieselbe Meinung wie dieser alte Schrulle? Seid ihr von Sinn, mit der Feldarbeit aufzuhören? Naja, aber vielleicht wollte er seinen Bruder auch nur ärgern. Für die Feldarbeit hatten wir eh zu wenig Leute. Was soll also die Aufregung? Egal, pack den erstmal schnell in eine Kiste. Ja, wir schicken den einfach mit ins Schloss. Sollen die dort doch schlau aus dem werden? Schloss? Du sagst es. Wir sollen die ja schließlich bloß herstellen. So ist es. Das Symbol auf dem Fass. Los, komm mit. Eil dich. Wie diese Mistkerle. Zieh dann, warte. Ui, 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 ui. Beweg dich. So. Was soll das? Hast du das große Fass neben dem Schuppen gesehen? Ich habe im Schloss Fässer gesehen, die das gleiche Symbol trugen. Dieser Ort hier und Alexandria stehen in irgendeiner Verbindung zueinander. Und ich möchte herausfinden, in welcher. Und deswegen wollte ich nicht, dass du etwas tust, das ihre Aufmerksamkeit auf uns lenkt. Verstanden. Aber wenn sie Vivi auch nur ein Haar krümmen sollten, dann werde ich nicht zu knapp ihre Aufmerksamkeit auf uns lenken. Kannst du das verstehen? Ja. Gut, dann mal los. Sie scheinen weiter ins Innere gegangen zu sein. Ich will Ruhen haben, Ruhe. Wofür brauchen die denn diese großen Fässer im Schloss Alexandria? Die Sache stinkt auf jeden Fall irgendwie. Ja, das tut sie. Kiste. Potion. So. Kiste. Augentropfen. Hier führt der Brunnen, also kein Wunder, dass wir den Chocobo gehört haben. Ich will da rein. Egal. Ja, ja. Ja. Was ist das bloß? Groß genug, um einen Menschen reinzuzwingen? So. Ja. Hast du mir eine Bitte, Popo? Übergebe diesen Brief an Mok, ja klar. Von Kumop an Mok, danke Popo. Speichern wir nochmal, ja. Speicher du genau. So. Ah, ich mach noch ein bisschen weiter. Ja, doch. Ein bisschen noch. Nicht mehr lange, aber ein bisschen noch. So. Dagegen treten. Bob. Hallo, Truhe. Meine Truhe. Potion. Hier hoch. Da hoch. Kiste. Äther erhalte. Wupp, wupp. So. Und ab in den nächsten Raum.
Da ist eine Kiste, da ist eine Kiste. Lederarmreif. Ja, ich wusste es. Egal. Haben wir Geld zum Fenster rausgeschmissen? Was soll's? Ich will hier hoch. Und hier hoch. Und da hoch. Und hier an die Kiste. Ein Eisenhelm. Für wen der wohl ist? Und hier wieder runter. Ja. Ich werde das, aber da muss es doch irgendwas geben, wenn ich hier runter kann. Ah, hier kann ich runter, okay. Hier hinten ist nichts mehr. Hier nichts, hier nicht, hier nicht, okay. So, und rein hier. Was ist das denn? Zieht an. Was ist? Dieses Schluchzen. Schnief, schnief. Vivi? Zieht an. Verdammt, das ist ja wirklich Vivi. Ich hol dich da raus. Warum zum Henker haben die dich bloß in diesen Kasten gezwängt? Wie furchtbar. Also, das reden wir nachher. Warte eine Sekunde. Und offen. Was passiert? Nachdem wir uns getrennt hatten, hat mich ein Mann mit Gewalt hier runtergezerrt. Er brüllte mich an. Beweg dich nicht. Da bekam ich Angst. Ich habe mich nicht wehren können. Was hast du da... Was hast du draußen zu suchen gehabt? Wo doch das Frachtschiff noch gar nicht da ist, hat er mich angebrüllt. Ich hatte keine Ahnung, wovon er da eigentlich redet. Also habe ich nichts gesagt und schwiegen. Du kommst mit der Ladung heute mit, hat er gesagt. Ja. Und dann hat er dich in diese Kiste hineingesteckt. Genau. Hauptsache, du bist auch verletzt. Aber hörst du, Vivi? Von jetzt an schweigst du nicht mehr. Einfach so, genau. Wenn es also mal ernst wird, dann musst du einfach nur laut sagen, was Sache ist. Was Sache ist? Ja, zum Beispiel. Schaff deine Drecksvisage aus meinem Gesichtsfeld, du Mistkerl. Oder sowas in der Art. Da kriegt dein Gegner nicht nur einen riesen Schreck, sondern du fühlst dich auch noch gleich viel stärker. Stärker. Ach ja, Vivi. Ich würde ganz gerne reingehen und mich noch ein wenig umschauen. Denkst du, du packst das? Wenn du nicht gehen willst, dann sag mir ruhig. Sieh dann, ich will auch wissen, was das hier für ein Ort ist. Das da drüben ist mir irgendwie unheimlich. Maschine. Fein, dann gehen wir alle. Und dann wollen wir auch Vivi noch schnell ausrüsten. So, mit einem Federhut und dem Lederarmreif. Sehr schön. Auch die Abilities noch schnell verteilen. Hau den Lukas. Er hat nur den Lukas. Hat seine Waffe wenigstens irgendwas? Nein. Egal. Gut, dann wollen wir an diese Kiste. Hier die Tür öffnen. Oder auch nicht. Das ist Nebel. Na komm, öffnen. Ja, jetzt müssen wir kämpfen. Aber Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte. So. Ich mag die nicht, aber egal. Feuer. Gar nicht gut. So. Oh, die machen so viel Schaden. Das ist nicht schön. So. Was machen wir denn? Machen wir mal Eis. Ja, das ist auch noch Feuer. Gleich müssen wir erstmal heilen. Das ist nicht schlimm. Zack. Viel Schaden macht sie ja nicht. Ah, Lag. Okay, der ist tot.
warum laggt es? Ah, verdammt, ich wollte heilen. Na komm. Ja, solange es aufs Wieder angeht, geht's ja. Oh Gott. Was hat mein Laptop jetzt? Dass die Framerate immer so schwierig bei Kämpfen. Das ist so scheiße. Gleich haben wir dich. Natürlich darf er nochmal. So. Jetzt haben wir den Kampf aber gewonnen. So, und dann werde ich halt jetzt mein Menü schnell heilen. Einmal Vita und dann passt es. 2 AP, sehr schön. Skeleton-Karte. Und wir haben fast wieder 10.000 Gil. Sehr schön. Nebelmonster. So, ich wollte schnell heilen. So. Also dann, Dankeschön. Gib mir die Kiste. Phönixfeder. Oh, Phönix Daune. Gut. Und hier ist auch noch eine Kiste. Potion. Ja, natürlich muss ich jetzt kämpfen, weil ich nicht aus der Lücke rauskomme. Ich verstehe es nicht. Die Kämpfe habe ich 13 Frames und im normalen Spiel 25. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Schlimm ist es auf jeden Fall. So. Okay. Ja. Verbrennt sie dann. Oh. Es steigt. Oh, oh. PS. Wenn es so bleibt, wäre ich froh. Sehr schön. Das war's mit diesem Kampf. Ein AP, 32 EXP. Ja, schön. Und da haben wir die 10.000 Gil wieder bekommen. Erreicht. Komm, schön wär's. Habe ich da eben irgendwie eine Kiste übersehen? Kann sein. Nein, er guckt sich schon die Maschine an. Was sind wir vorhin, diese Maschine jetzt? Was bitte geht hier eigentlich ab? Wird hier der Nebel absorbiert und an die Maschine von vorhin weitergeleitet? Und was sind das? Dann bitte. Und was sind dann bitte diese komischen Eier? So, jetzt hab ich's. Gut, jetzt wieder raus. So. Hier unten. Scheint leer zu sein. Und dann hier lang. Das sind ja Eier. Und diese seltsame Maschine legt sie. Diese Maschine scheint zwar nicht von Nebel angetrieben zu werden, aber zweifelsohne kommt der Nebel raus. Ja, da kommt Nebel raus. Kraut für den Schokobo. Sieht so aus, als würde das Laufband von dem Schokobo angetrieben werden. Aber wenn sie schon bei der einen Maschine Nebel verwenden, warum dann hier so altbacken? Ja, damit es nicht auffällt. Was jetzt? Und was ist das hier jetzt? Sieht aus, als würde die Maschine Nebel verwenden. Aber sie scheint ganz anders zu funktionieren als der Motor unseres Theaterschiffs. Jetzt renne ich gegen Pfahl. Ich bin auch so ein Intelligenzbolz. Oh, was warst du denn? Ich weiß, du warst scheiße, aber ich will dich schnell umhauen. Also wenn ich mich richtig erinnere, dann macht er viel Schaden. Aber stirbt auch schnell. Ah. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt hier bestimmt einige gute Sachen klauen, aber
Ja. No. Wie gesagt, ich spiele wenig mit der Clown-Ability. Oder Fähigkeit von sie da. Von dem her. Ich glaube, ich kann was erkennen. Nein, doch nicht. Aber ich höre etwas. Schlüpfen die Eier etwa gerade? Natürlich. Und schon wieder ein Kampf. Das gibt es nicht. Das gibt es echt nicht. Was diesmal? Zwei davon. Öh, schlecht. Und sie dann ist auch noch spät dran. Auch jetzt. Na, solange es eine Potion ist. Fress Eis. Ich beklaue ich jetzt auch mal. Vielleicht finde ich ja irgendwas Gutes. Ich bezweifle es aber. Ich hätte auch nachgucken können, egal. Egal, egal, egal. Echo kommt. Ach, der haut jetzt ab. Super. Der andere auch? Ne, der klaut das noch. Noch eine Potion. Na komm, hauen wir den wenigstens um. Bevor der auch abhaut. Jetzt aber. Weiter. Wow, was ist das? Ein schwarzer Bildschirm. Also, bis auf einige Details natürlich, sehen die Vivi aber ziemlich ähnlich. Was sind die Puppen? Vielleicht? Da kommt wer. Vivi Lili. Das kann doch nicht. Hat etwa Mutter. Da habe ich wohl keine andere Wahl. Oha. Hilfe, was machst du da, Sidan? Ha, lass mich los. Entschuldige, aber jetzt kein Mucks mehr. Nanu? Was war das gerade für ein Geräusch? Da war nichts, passt schon. Echt? Soll mir recht sein. Es wird langsam Zeit, etwas schneller bitte. Immer mit der Ruhe. Ah, zieh da an. Ah, Vivi. Ich bitte euch. Es gibt eine Persönlichkeit, die unverzüglich in das Schloss zurückgebracht werden muss. Wann wird das nächste Wann wird das Frachtschiff hier eintreffen? So sollte es stimmen. Du bist wirklich lästig. Ich bin beschäftigt. Ja, ja. Und hier runter. Gab's hier hinten was? Ich weiß es nicht. Ja, 135 G. Hier gab's auch irgendwas. Hey Potion. Wuppdiwupp. Nach dir, Opa. So. Okay. Dieser Duft beruhigt meine alte Seele. Willst du nicht auch eine Tasse? Hab Dank. Aber ich bin nicht gekommen, um ein Kaffeekränzchen abzuhalten. Nun sagt mir doch, wann das Frachtschiff eintrifft. Andernfalls sehe ich mich gezwungen, im Namen Ihrer Majestät diesen Leuchtturm zu beschlagnahmen. Und dann... Dann werde ich euch befehlen, mir die gesamten Ankunftszeiten des Frachtschiffs aufzusagen. So sagt es mir doch. Deine Trotzköpfigkeit hat
dich jungen Mann doch schon, doch bestimmt schon in die eine oder andere Verlegenheit gebracht. Was spielt das schon für eine Rolle? Das Richtige tun, darauf kommt es an. Oho. Du meinst also zu wissen, was richtig und falsch ist. Ob falsch oder richtig, das weiß doch jedes Kind. Hohoho. Du scheinst... jetzt habe ich es versehentlich weggedrückt, egal. Wann wird das Frachtschiff hier eintreffen? Ja. Es sollte schon längst gelandet sein. Wahrscheinlich werden soeben die letzten Güter verladen. Was? Ich muss mich beeilen. Ja, Steiner, rennen. Hab Dank. Beeil dich, Steiner. Ich mag den nicht. Aber egal. Da ist es ja. Das Frachtschiff. Jetzt kann ich endlich die Prinzessin in das Schloss bringen. Radida. Es stellt sich allein die Frage, wie ich die Prinzessin zum Einsteigen bewege. Was sehen meine Augen da? Ein Schiff. Was kommt da aus dem Boden hervor? Eine Katze? Kommt jetzt eine Katze? Weiß ich gar nicht. Ja, Katze. Wozu nun diese ganzen Marionetten? Seit wir vor einem halben Jahr mit der Produktion begonnen haben, sind schon eine ganze Menge vom Fließband gegangen. Ist doch egal, Hauptsache wir kommen so einfach an Geld als bei dieser lästigen Feldarbeit. Was ist das? Da kommt irgendwas angestampft. Ach du liebe Güte, schau dir nur sein barbarisches Gesicht an. Ich weiß zwar nicht, was hier los ist, aber nichts wie weg hier. Grummel, Grummel, äußerst verdächtig. Was gibt's denn, Sophia aus diesem Dorf zu transportieren? Oha. Mir war doch so, als hätte sich das Fass gerade eben bewegt. Ich muss mir Sicherheit verschaffen. Noch ein wenig untersuchen. Dieses Wappen scheint meinen Augen doch tatsächlich vertraut. Oha. Es bewegt sich tatsächlich. Los, noch einen kräftigen Ruck. Da... Das Fass kann sprechen. Uff. Prinzessin, was geht hier vor sich? War es wieder dieser Kerl, der euch in diese Situation gebracht hat? Ruhe, Steiner. Jawohl. Sie dann... Ich weiß nicht, wie ich Vivi trösten kann, dass zwischen Vivi und dem königlichen Hof solch ein Zusammenhang bestand. Das muss ich ja erst noch rausstellen. Auf jeden Fall sollten wir jetzt für Vivi da sein. Reiß dich zusammen, Steiner. Du darfst dein Vorhaben nicht aus den Augen verlieren. Ich muss die Prinzessin auf das Frachtschiff bringen, ohne dass sie Verdacht schöpft. Denn dann ist es nicht mehr weit bis zum Schloss Alexandria. Sag mal, Alter, weißt du, wo dieses Frachtschiff hinfliegt? Na, nach Lindblumen, wie es mir zu Ohren gekommen ist. Korrekt. Von wem hast du denn diese Information? Konkret? Entschuldigung. Von dem alten Mann, der dort beim Leuchtturm wohnt. Auf ihn ist Verlass. Merkwürdig, merkwürdig. Da kommt etwas angeflogen. So ein dummer Magier. Prinzessin Garnier, Ihre Majestät, die Königin erwartet dich im Schloss. So ist das. Ihr seid also Handlanger der Königin. Ihr? Was erzählst du da? Als ihr alle in der Höhle des ewigen Eises umgekippt seid, hat mich auch so einer überfallen. Du warst es also, der den ersten Tenor besiegt hat. Ich bin der zweite schwarze Tenor. Ich bin in jeder Hinsicht dem ersten überlegen. Widerstand ist zwecklos. Prinzessin, sei schön artig. Nein, ich werde nicht ins Schloss zurückkehren. Du widersetzt dich, dir ist klar, was das bedeutet. Was soll das? Es ist meine Aufgabe, die Prinzessin sicher wieder in das Schloss zurückzubringen. Hehe, das interessiert mich nicht. Ich habe vergessen, Steine auszurüsten. Widerstand ist weg hier. Aber egal, wir müssen es auch so schaffen. Hoffe ich. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt.
Deine Freunde sind des Todes, Prinzessin. Du bist des Todes. So, ich hätte gern... Nein, ich hätte gern... Kraftklinge... Ja. Einmal die Kraftklinge. Räuberauge. Warte ich mal. Wow. Das hat so viel Schaden gemacht. Lederpanzer. Zipfelmützer. Da würde sich das Klauen ja schon fast lohnen. Ja, blitzt du rum. Ich will klauen. Dankeschön. Der Kampf wird sich jetzt ein bisschen in die Länge ziehen. Ich will nämlich noch den Lederpanzer haben. Und da ich keinen Plan habe, wie viel Leben er hat, aber ich weiß, dass er verdammt viel Schaden macht, darf Lili jetzt einmal heilen und ich klau wieder. Und Futter währenddessen Lach, Gummi, Frucht und Joghurt. Super Diebstahl, Fegefleisch, gibt's schon nicht. Nicht Eis. Steiner natürlich. Jetzt wieder mach hin. Dankeschön. Oh, es gibt's nicht. Will den dummen Panzer haben. Einmal versuche ich noch. Wenn es da nichts geworden ist, dann ja, habe ich halt Pech gehabt. Wie kriegt er so viel Schaden davon? Und wenn meine Framerate mal konstant bleiben würde, fände ich das super. Ja. Warum immer auf Vivi? Oh! So. Wenn Vivi schon Trance hat, dann benutzen wir sie halt. Wenn ich ehrlich bin, missfällt mir das gerade, was er macht. Weil ich habe keine Lust, dass Vivi stirbt. Und das befürchte ich nämlich gerade. Was auch der Grund war, warum ich mich angegriffen habe. Ja, super. Ist mir doch echt Vivi gerade verreckt. Habe ich jetzt schon dreimal versucht, egal. Einmal geht schon. Na, jetzt muss ich danach nochmal wie extra rein. Egal. Oh, ich mag die Musik. 4 HP für Vivi. Okay. Scheiß auf den Panzer. Da ein Vita auf Vivi. Vivi macht mal bitte nichts. So. Angriff. Angriff. Schauen wir ihn um. Zack. Meine Pflicht ist es, die Prinzessin zurückzubringen. Feuer, oh schlecht.
Heilmagie-Falle. Das wird jetzt eng. Nochmal 450 Schaden reingehauen, das war's. Wie konnte das nur tot? ...5 AP für alle. So, ein bisschen Geld. Ether. Der schwarze Tenor 2. Ob er wirklich im Auftrag von Mutter handelte? Aber Prinzessin, wie könnt ihr so etwas nur denken? Schenkt den Worten dieses Unheils keinen Glauben. Die Tatsache eurer hoheitlichen Herkunft lockt allerlei Gesindel an. So, das heißt, die Menschen haben von meiner Herkunft erfahren. Der angeborene Edelmut und das blaue Blut, das in euren Adern fließt, kann nicht so ohne weiteres versteckt werden, Prinzessin. Also das sehe ich anders. Du hast natürlich keinen Plan von ihren Bemühungen. Was, Alter? Dein Verhalten ist hier das Problem, weil du mit deinem Oh, Prinzessin, Getue immer die ganze Welt wissen lässt. Es immer die ganze Welt wissen lässt? Egal. Ach ja, und wegen des Grenzübergangs. Ja. Ich schlage vor, im Frachtschiff Luft mitzufliegen. Mit dem Luftschiff ist es ja auch gar keine so große Distanz. Ich meine, es ist ja gar nicht mehr so weit bis nach Lindblum. Aber wollen wir uns davor nicht noch ein wenig ausruhen? In die Gaststätte. Alles klar, dann erstmal zurück ins Dorf. Vivi, mach dir keine Sorgen. Wenn du in unserer Nähe bleibst, wird dir nichts passieren. Ja, ich will unbedingt in die Gaststätte. Speichern. Ja, speichern ist wichtig. Und dann will ich nämlich dort auch den Part beenden. Wie immer voll am Pennen. Ach hey. Bitte verzeiht, seid willkommen. Aber ich dachte, sie hätten ihn schon längst gefangen genommen. Na, ein hübsches Fräulein anstellen, geziemt sich aber gar nicht. Ja, rein in die gute Stube. Das Gespräch kannten wir ja schon. Ruhig Blut, Kalle. Ja. Heilen. Ich hoffe, ich darf jetzt noch schnell speichern. Habe ich auch schon wieder ewig aufgenommen, glaube ich. Mal gucken. So. Einmal speichern, bitte. So, Steckplatz 1. Ja, überschreiben. Gut. Und damit beende ich dann den Part. Während wir Steiner noch ausrüsten. Ja. Ich hoffe, euch hat die Folge jetzt wieder gefallen. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.